Good morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Heute ist meine liebe Mama mit dabei. Ich habe euch darum gebeten, mir auf Instagram ein paar Fragen zu stellen, die meine Mutter jetzt über mich beantworten wird. Ich gebe jetzt Jem mein Handy und er wird uns jetzt einfach ein paar Fragen raussuchen und uns die Fragen stellen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Man ist ja ganz normal. Ja, da ist man aber trotzdem auch aufgeregt. Außerdem seid ihr zu viert und du hast deine ersten Videos alleine aufgenommen. Also, der Mehmet schreibt, war Yonca in ihrer Jugendzeit sehr aggressiv? Ich muss jetzt die Fragen ehrlich beantworten, ja, oder? Ja. Das ist schwierig. Ach Mann, das ist echt schwierig. Hättest du mir die davor gegeben, dass ich mir das überlegen kann? Nein. Es kommt darauf an, in welcher Beziehung man das jetzt sieht, oder? Ja, so allgemein, zum Beispiel, wenn wir Streit hatten. Also so generell, du warst grundsätzlich eigentlich nicht aggressiv, aber wenn es irgendwas gegeben hat, was dich so richtig aufgeregt hat, dann war sie schon wie ein Vulkan. Und wenn dann das war wirklich extrem und man musste halt aufpassen, dass man dich nicht zum Ausbrechen bringt. Manchmal hast du es geschafft, manchmal nicht. Fantonio fragt, cool, ein geiler Name, war Yonca eher schlau oder nicht so schlau? Ehrliche Antwort. Ich würde mal sagen, eher zweiteres. Yonca steht ziemlich gerne, ziemlich lange auf der Leitung, bis sie was kapiert. Aber Allgemeinwissen war es gar nicht interessiert. Nee, Allgemeinwissen, aber sonst so vom Denken her. Ich habe immer gesagt, du hast eine sehr hohe emotionale Intelligenz, weil du dich in andere reinversetzen kannst und da hapert es halt bei den meisten dran. Aber so Mathematik, Sachen, die dich halt einfach nicht interessieren, da ist die Intelligenz dann vielleicht auch nicht so da. 1780 minus 450. So, die nächste Frage kommt von Edis. Hat deine Mutter dich schon einmal irgendwo vergessen als kleines Kind? Nein, niemals. Nee, nein, das nicht, aber ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir uns irgendwie auf dem Marktplatz verloren. Das weiß ich noch. Ja, stimmt. Und ich hatte so Angst, bin durch die ganze Stadt gerannt, habe so geweint. Ich so, Mama, wo bist du? Und dann haben wir irgendwie mal drüber geredet, wenn sowas mir passieren sollte, dass ich hier einfach zu Hause warten sollte. Ich hatte keinen Schlüssel. Habe ich vor der Tür gewartet. Ich dachte, als kleines Kind, wir werden uns nie wiedersehen. Und dann kamen sie nach 10 Minuten. Hat Yonca schon mal dein Vertrauen missbraucht? Nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Das hat sie mir dann irgendwie viel später erzählt. Als du eine Schulaufgabe auf dem Gymnasium hat sie die Note gefälscht, hat sie mir erzählt. Das kann ich immer noch nicht glauben, weil Yonca war technisch nicht so versiert, so mit Computern und so. Das war nicht deins. Du hast gesagt, du hast es irgendwie eingescannt und... Ich bin in die Bücherei gegangen, ja. Und habe die ganze Schulaufgabe nochmal, habe ich selber eingetippt und ausgedruckt. Und dann habe ich das dann mit einem Rotstift, den ich mir in Müller gekauft habe, korrigiert und selber unterschrieben. Und dann aus einer 6 oder aus einer 5 eine 2 oder eine 3 gemacht. Hamza fragt... Achso, willst du noch was sagen? Nee, das ist... Hamza fragt und er sieht's dich. Wie fanden Sie, sah Yonca bei ihrer Geburt aus? Mega süß. Ich war sofort verliebt und auch meine Mama, die sagt immer, wenn sie sich zurückerinnert, dass ich geschwärmt habe, was die Yonca für ein wunderschönes Baby gewesen ist. Mann, ich dachte, sie sah scheiße aus. Nein, überhaupt nicht. Ist Yonca sturköpfig? Richtig. Totaler Sturkopf. Was war aus deiner Sicht, das fragt übrigens Arthur, das Lustigste, was Yonca je passiert ist? Kannst hier einen Hinweis geben, wenn dir irgendwas einfällt? Vielleicht Handtasche als Stichwort? Nein, das können wir, das können wir auch nicht erzählen. Schneiden wir raus, cut. Heute. Handtasche? Ach oh Gott, das war nicht lustig. Silvester vor, keine Ahnung, 3, 4 Jahren. Yonca ist um zwischen 8 und 9 Silvester feiern gegangen, kam um 10:30 wieder, ist in die Badewanne gegangen, war schon ja, gut angetrunken und ich habe Angst um mein Kind gehabt, weil irgendwie schläft Yonca ganz gern mal in der Badewanne ein und dann habe ich so alle 10 Minuten geklopft und gefragt, ob sie noch wach ist, ob alles in Ordnung ist und nach 1,5 Stunden habe ich sie dann gezwungen, aus der Badewanne rauszukommen. Aber du musst aber erzählen, sie ist immer wieder reinkommen, weil sie dachte, ich ertrink, weil mein ganzer Kopf bis hierhin so im Wasser lag und ich geschlafen habe. Sie sah auch schon übelst gefährlich aus und deswegen wollte ich ja dann auch unbedingt, dass du jetzt rauskommst. Und dann am nächsten Morgen? Ja, du hast dich dann zu mir auf die Couch gelegt, ich habe noch ein bisschen ferngeguckt und du bist dann eingeschlafen.
nur mit einem Handtuch rum. Ich habe dich dann eben zugedeckt und habe bei dir dann geschlafen. Wir haben mal die warme Zudeckung geholt. Wir haben auf der Couch geschlafen. Ja, wir haben zusammen auf der Couch geschlafen. Und dann früh bist du aufgewacht. Und du siehst mich so voll schockiert an und sagst, Mama, hast du mich ausgezogen? Weil du nackt neben mir gelegen bist. Das war dir so unangenehm. Ich frage jemand, warum hat Haptik drin immer eine Jacke an? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Benno fragt, was hält deine Mom von COD allgemein und Ballerspielen? Viele sind ja dagegen. Ich habe Black Ops 1 gespielt. Wie alt war ich da? 12 oder so? Ja, und ungefähr. Sie hat mit Black Ops 1 mit mir gespielt oder Black Ops 2 Zombies. Ja, also ich glaube, das erklärt es schon. Zocken ist eh cooles Hobby und du hast es zu deinem Beruf gemacht. Hätte ich irgendwie mal gemerkt, dass du mega aggressiv davon wirst oder so, dann hätte ich da bestimmt irgendwie was unternommen. Aber die Vorurteile, die viele haben, wenn man gerade Ballerspiele zockt, dass man zum Amokläufer oder so wird, lächerlich. Jamie fragt, hat Yonca früher als Baby viel und laut geweint oder war sie eher still? Du hast so gut wie gar nicht geweint, du warst das allerliebste Baby und Kind, das es überhaupt gab. Die Oma nickt, genau. Ja, genau, meine Oma sitzt da auch. Bisschen Connor fragt, wo siehst du deine Tochter in 10 Jahren? In Amerika. Wir haben uns vorhin noch drüber unterhalten, Amerika, dein Traum. Ja, ich glaube, in 10 Jahren wirst du immer noch irgendwie was mit YouTube oder Insta oder so machen, weil das ist das, was dir total viel Spaß macht und es hat so viele Möglichkeiten. Du wirst auch immer noch zocken, ja. Weil du bist halt Zockerin aus tiefstem Herzen und Überzeugung und ich glaube auch, dass du dann bestimmt schon 1 oder 2 Kinder haben wirst. Ja. Viele Fragen, ich will das aber irgendwie nicht reinnehmen ins Video. Okay, ich nehme es einfach rein. Ganz viele haben gefragt, was hältst du von Jam? Als wir uns das erste Mal begegnet sind, war das ja auch so gleich, das war Familie. Man hatte das Gefühl, man kennt sich schon ewig und die Sympathie war da. Und wir wissen, dass Yonca bei dir gut aufgehoben ist, aufgenommen in die Familie schon längst. Schön zu hören. Sagt sie jetzt nur für die Kamera. Young Salo fragt, warum ist ihre Tochter so hübsch? Ich habe alles richtig gemacht, würde ich sagen. Rajin fragt, ob du weißt, welche ihre Lieblingsfarbe ist. Deine Lieblingsfarbe? Also ich weiß, dass du total auf blaues Essen abfährst. Ja, blaues Essen und Trinken, genau. Aber sonst so eine Lieblingsfarbe habe ich eigentlich nicht wirklich. Koro fragt, was war ihr erstes Wort? Na, Mama. Wirklich? Ja. Erinnerst du dich noch genau an den Moment? Mm-mm, das nicht. Toll. Dennis fragt dich, ob du ihm ihre Nummer geben kannst. Klar, also schreib mir einfach. Oh mein Gott. Die Nummer steht in der Infobox. Könnt ihr gerne mal bei ihr anrufen. Vladi fragt, ob du weißt, welches ihr Lieblingsessen ist. Boah, jetzt darf's das nicht weiß schon. Ja nicht mal ich. Also in deinem Stream sagst du immer Nudeln mit Tomatensauce. Ja. So sei du kein Fleisch mehr isst. Davor war es Big Tasty Bacon. Der Raphael fragt, wie oft trinkt Yonca Alkohol? Zurzeit gar nicht, oder? Mhm. Warum wurde das zurzeit so betont gerade? Da müssen Sie uns aber eine Backstory erzählen zu. Gab es denn Zeiten, wo sie mehr getrunken hat? Hatte die nicht jeder? Ich glaube, bei dir war sie total kurz, die Phase. Ja, aber diese kurze Zeit war schon extrem. Kurz und intensiv. Genau. Jakob fragt, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Ich habe früher mal ein Mädchen kennengelernt, die hieß Yonca. Und damals fand ich den Namen richtig toll. Ich hatte den noch nie gehört und der hat super schön geklungen und das Mädchen war auch mega hübsch gewesen. Und deswegen heißt die Yonca jetzt Yonca. Wann und was hat Yonca das erste Mal gezockt? Black Ops oder war es Skyrim? Ich glaube, Skyrim habe ich vor Black Ops gespielt. Bei Pascal manchmal, bei meinem Onkel. Ja, dadurch bin ich richtig aufs Zocken gekommen, sonst halt so DS oder so, aber das kann man eigentlich nicht zocken nennen. Das ist so spielen, finde ich. Hast du schon recht, Skyrim, Black Ops, ja. Der FreeRub227 fragt, Spitzname von deiner Tochter? Wenn, dann sagen die doch Yonchi zu dir. Yonchi. Oder sagen wir zu dir. Ja, hauptsächlich du oder die Oma. Oder die Yonchis bei Twitch. Emperor fragt, was war das schönste Geschenk, das Yonca dir jemals gemacht hat? Massagegutschein. Ach, apropos Gutschein, ich hab den noch im Geldbeutel. Der ist nicht mehr gültig. Es waren alle schön. Ich hab deine ganzen Geschenke auch noch aufgehoben.
aus dem Kindergarten, aus der Grundschule. Wenn du dich entscheiden müsstest, die Bilder, die ich dir verkauft habe. Das war kein Geschenk. Damals schon gewusst, wie man Geld macht. Ja. Du hast mir mal ein Herz ausgeschnitten und draufgeschrieben, wie toll deine Mama ist. Echt? Ja. War ich aber noch sehr klein oder daran erinnere ich mich gar nicht. Das war in der Grundschule, aber das habe ich noch zu Hause. Echt? Mhm. Passi fragt, war Yonca schon immer so laut wie beim Zocken, wenn sie raged? Schon immer. Alles rausgelassen. Ja. Auch schon geweint. Vor Wut, ja. Reddy Skatkabel fragt irgendwie provokativ, hast du ein Problem, dass sie streamt und nicht in Anführungsstrichen richtig arbeitet? Das kann nur jemand fragen, denn ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Oh. Es ist mega hart, die Arbeit. Ich weiß ja selbst, wie viel dahinter steckt. Streamen, YouTube, Insta, mit den ganzen Hate-Kommentaren zurechtkommen, das ist mal verdauen, auf die Community so eingehen mit Antworten und Liken, alles durchlesen, und das ist mehr als ein Fulltime-Job. Aber genau das Richtige für mich. Ja, absolut. Vibers 73 fragt. Viberboss? Vibers mit V-I-B. Ich sag Vibers 73 und du Viberboss? Fragt, wenn du noch einmal einen Tag erleben könntest, in welchem Alter von Yonca würdest du es tun? Das habe ich dich neulich erst gestern. Ja. Kindergartenalter, weil die Zeit einfach schon so lange zurückliegt, und ja, deshalb nochmal noch einen Tag Kindergartenkind. Weißt du noch, an meinem ersten Tag im Kindergarten, wo ich noch so gewunken habe und so geweint habe, Mama, lass mich nicht allein. Ja, ich habe so gewunken. Vom ersten Stock oben. Ich konnte dich nicht hören, aber an deinen Mundbewegungen konnte ich, ja, hast du gesehen, hat man gesehen, dass du, Mama. Also Elias 0390 sagt, ich habe Angst. Wollte ich nur mal mitteilen. Gut zu wissen. Danke, Elias, für die Frage. Nach diesem Video wird er noch mehr Angst haben. Moritz fragt, ist sie deine Mutter? Nur damit ihr wisst, welche Fragen ich rausfiltern muss. Nee, ich bin eigentlich interessiert an Frauen, und sie ist meine neue Liebe. Wollen wir es jetzt hier im Video machen? Du hast mich doch eigentlich engagiert. Also bezahlt wäre ich dann schon jetzt nach dem Video, oder? Nachdem du oben nochmal in meinem Bett warst, wirst du bezahlt. Ach so, ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, letzte Frage. Und die ist von Olli, Bo 32. Und er fragt, was ist das Peinlichste, was sie von dir weiß? Muss ich ja jetzt antworten. Jeder hat irgendwas bei seiner Mama, was er findet, was peinlich ist, was die Freunde nicht sehen. So, seid ihr ja, jetzt erst? Okay, ich weiß ja, was. Gott sei Dank. Meine Mutter war früher, als sie so alt war wie ich, Mettlerin. Und die Bilder, sie hat so rote Haare, war so ein bisschen so Grufti. Ich war kein Grufti. Naja, so rote Haare, so die Augen so ein bisschen schwarz und so. Und so Holzfällerhemden immer angehabt. Irgendwie, vor allem, wie sie drüber erzählt. So erzähle ich mal überhaupt nicht. Naja. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch unterhalten hat und ihr öfter mal möchtet, dass ich Videos mit meiner Mama zusammen drehe, dann lasst dem Video gerne Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, und ich würde sagen, tschüss.